Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Elden Ring auf dem Kanal Die mit Gamer XP. Und wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß und eine hoffentlich gute Unterhaltung. Gerade auch an die neuen Zuschauer unter euch. Und ja, in der letzten Ausgabe haben wir uns über eine Stunde lang damit beschäftigt, wie wir diesen Todesritenvogel hier zu bekämpfen hatten. Ja, schaut euch die Folge am besten mal in voller Länge an, um wirklich einen absolut verzweifelten Demon Gamer XP hier zu sehen. AKA den kleinen Dämon, der die ganze Zeit versucht hat, diesen Vogel hier zu bezwingen. Lohnt sich, glaube ich. Also damit habt ihr auf jeden Fall eine Menge Spaß und ich war mit meinen Nerven so hardcore am Ende, dass ich mir dachte, genau so habe ich mich gefühlt, wie diese ganzen Geschreie, die da von oben kommen, die mich auch hier nicht in Ruhe lassen. Ja, aber wie ihr das jetzt auch seht, um mal jetzt auf die eigentliche Folge zurückzukommen, sind wir denn nun jetzt beim Friedhof der Gestrandeten und eines der Nebenaufträge war es ja, dass, oder auf meiner To-Do-Liste besser gesagt, war, dass wir mit Hilfe der beiden Steinschwertschlösse, die wir hier haben, das Nebeltor hier mal aufbrechen und mal endlich mal diesen Dungeon hier erkunden. Wir brauchen tatsächlich zwei Schlüssel dafür. Wir hatten theoretisch auch anfangs Ich will mir das mal ganz kurz angucken, ne? Woher kommen die eigentlich überhaupt? Ich verstehe diese Schreie überhaupt nicht. Von woher kommt das alles hier? Jungs! Okay, ich hinterfrag das mal nicht. Ich hinterfrag das mal nicht. Das ist, wird schon seinen Grund haben. Ja, jedenfalls, wir machen jetzt einfach mal das Tor auf. Ich wollte jetzt einmal nur mal ganz kurz gucken, wie viele Steinschwertschlüsse wir haben. Wir haben 5 Stück. Okay, sollte gehen. Wir brauchen 2 Stück dafür. Und was ich eigentlich erwähnen wollte, anfangs, als man sich da die Goodies sich ausgesucht hat, oder aussuchen durfte, da hatte man ja schon die Möglichkeit gehabt, hier ja, 2 Schlüsse zu bekommen und sich da schon vorab Zugang hier zu verschaffen. Habe ich ja jetzt darauf verzichtet, weil aus Gründen. So. Bin ich mal gespannt, wohin uns das jetzt führt. Sieht auf jeden Fall sehr krass aus. Gucken wir uns das mal an, oder? Weil nach über 200 Folgen kann man das ja mal machen. Why not? Okay, das ist Gift. Dürfen wir jetzt nicht die ganze Zeit in diese Leiche sein. Sehr interessant auf jeden Fall. Ey, diese Flammen, ey, die erzeugen mir schon Flashbacks von diesem Todesritenvogel, ey. Lass mich auf jeden Fall mit dem Ding in Ruhe, ganz ehrlich. Ey, ich hab's so... Also, ich sag euch ganz ehrlich, ne? Also, ich nehme die Folge direkt nach dem harten Kampf auf. Ich sag euch, das war einfach nicht normal. Aha. Giftknochenwurfpfeile. Okay. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, tatsächlich mit hier ca. 25.000 Runen an den Start zu gehen. Wisst ihr was? Ich mach mal was anderes. War, porte ich mich doch nochmal wieder kurz nach oben. Ja, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen doof, aber ich suche mir mal ganz kurz mir ein bisschen was auf. Wir brauchen ja nur ungefähr 400-500 Runen. Ihr seid ohne Jungfer, dann ab nach Leonia mit euch. Sucht nach der Rosenkirche westlich der Torstadt. Ja, okay, das haben wir ja schon entdeckt. Aber schön, dass er uns nochmal die Nachricht hier hinterlassen hat. Nee, dass wir da auf jeden Fall nochmal kurz hier 2 Schädelchen sammeln. Weil wir brauchen auch tatsächlich nicht mal so viel. Und, dass wir dann, ja, mal aufsteigen. Weil ich will jetzt nicht irgendwie 25.000 Runen jetzt einfach mal in den Sand setzen.
brauche nur zwei Schädel. Ich hoffe, ihr könnt mir mal welche liefern. Oh, da haben wir den Händler Calais. Und keine Sorge, wir kehren auch gleich wieder zum Friedhof der Gestrandeten auch wieder zurück. Das ist halt jetzt nur, wie gesagt, ich muss mir jetzt einfach mal zwei Schädel finden. Damit ich ja mal einen Levelaufstieg einfach mal machen kann. Ganz entspannt. Weil wäre jetzt auch vielleicht schon ein bisschen blöd, wenn ich da jetzt, ja, die ganzen hart erkämpften Runen aus den unzähligen Bosskämpfen. Dass, die alle verschwinden, ne? Und das, denke ich, möchten wir mal auch nicht. So, egal, wir werden jetzt mal einfach mal kurz ein paar random Gegner besiegen. Irgendwann kriegen wir ja schon die... die zusammen. So. Kriegen wir auch zumindest noch ein paar Gegenstände. Brauchen wir zwar nicht unbedingt, aber... hey, ich meine, wenn sie uns was geben, warum nicht? Da ist ein Schädel. Nee. Ich dachte, dass es ein Schädel ist. So, haben wir da noch irgendwen? Ah, da. Sehr cool. Ich habe mich noch nie so sehr über eine Rune der Stufe 1 gefreut, wie ich es jetzt getan habe. Ja, das muss schon vielleicht mal was heißen, ne? Aber gut. Haben wir jetzt eine? Dürfte, glaube ich, jetzt für den Aufstieg reichen. Nutzen wir den auch einfach mal direkt. So. Ah, ich habe den Aufnahmetimer wieder mal nicht gestartet. Das ist doch mal wunderbar. Okay, hätten wir auch nicht mal gebraucht. So, wo wollen wir gehen? Also ich glaube, ja, der Kampf mit dem Todes-Ritenvogel hat uns ja gezeigt, dass wir vielleicht an unserer Ausdauer und an unserem Max-Leben arbeiten. Ich würde aber tatsächlich auf Stärke hochgehen erstmal. Ja, doch, doch. Wir machen immer Stärke um 1. Dann passt das schon. Und dann widme ich mich, glaube ich, dann das nächste Mal dann tatsächlich der Kraft und der Geschicklichkeit, sondern den dritten Wert, ihr wisst es schon, ne? So, jetzt können wir aber mal auch mal richtig starten. Ich frage mich, ob man den Dude, der da oben ist, ob man den besiegen kann. Hier, den hier. Oder ob, ob man dem schaden kann. Ich probiere es mal. Ich meine, wir haben ja. Momente. Ja, genau. Mit dem Sternenlicht. Das ist doch genau das, was ich unbedingt haben möchte. Alter, ey. Ich bin auch manchmal doof, ne? Da habe ich mich ja schon zur richtigen Zielscheibe gemacht. Na gut, laufen wir einmal mal durch. Okay. Der geht aber noch richtig gut runter, ne? Hallo? Na? Frag mich, ob man da einfach mal so durchgekommen wäre. Na, als ob er den Angriff effektiv ausgewichen ist. Er ist gut. Muss ich sagen. So, können wir hier runterspringen? Hm. Ich weiß nicht, ob... Warte mal, hier auf der Seite ist da keiner, ne? Boah, ich tippe mal drauf,
Der würde da wahrscheinlich hier die Kurve schneiden. Und dann, ja, würde er auf jeden Fall runterfahren. Deswegen nutzen wir jetzt mal die Gunst. So, nehmen wir die goldene Rune mit. Oh, der kommt aber wirklich runter. Das ist... Wow! Okay. Der kam wirklich runter. Krass. Dann gehen wir mal hoch. Ja, mach mir mal für mich fertig. Danke. Ja, das sind zwei Bogenschützen. Ja gut, die, aber die Gegner können wir aber auch wirklich und ignorieren. Hey! Wovor kam der Angriff jetzt? Wie frech war das denn bitte? Ja. Hoch mit uns. Aha. Was bist du für einer? Sollte man Angst vor dir haben, oder? Oh, der kann... Feuer spucken? Alles klar. Okay, der hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Aber bisher sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Bisher sind wir ganz gut durchgekommen. So. Ich glaube, wir können auch jetzt nicht komplett durchlaufen. So. Ei! Bleibt jetzt nicht stehen. Dankeschön. Grab eines Randvolkshelden. Ja. Ich Idiot. Ich hätte noch einen Schritt weiterlaufen müssen. War ich ein bisschen zu schnell. Boah, es könnte, glaube ich, wieder so eine Folge werden, die jetzt ewig lange sich ziehen wird. Ich hoffe es mal nicht, dass es so sein wird. Okay. Also man kann auch so einfach jetzt durchlaufen. Ach so, okay, man darf auch nicht reinlaufen. Oh, hoppla. was? Alter Schwede. Das kannst du auch keinem erzählen. Ist das so ein richtig harter Dungeon eigentlich überhaupt, oder ist das machbar auf dem Level, in der ich gerade bin? Oh, cool. Meine Runen kriege ich wieder. So, eins darf man sich merken, man darf das nicht anfassen. So. Ja, voll. Nee. Ja,
Können wir mal hier. Wow. Okay, viel Schaden machen die ja zum Glück nicht. So. Jetzt müssen wir uns mal vielleicht mal beeilen. Der kommt nämlich mit Alltempo hier runter. Obwohl. Kann ja easy entlang laufen. Ja, wir brauchen ja da noch 10 Jahre, bis er hier ankommt. Kommt er überhaupt? Wollte gerade sagen. Kann man den da oben bezwingen, nee, oder? Ja, die sind schon nervig, aber. Muss man sagen. Mach jetzt nicht irgendwie den Fehler. Jetzt muss ich mal warten, bis das komische Gerät hier runterfährt. Lange habe ich mich jetzt ein bisschen mich vor den zu beschützen. Aber das geht. So. Da ist der Kerl. Da darf ich jetzt nicht zu cocky werden. Hm. Lass mich mal ganz kurz hier mit meiner coolen Waffe aus. Ich hab... Willst du mich jetzt komplett verarschen? Ich hab doch gerade eben ein Schutzschild aufgehabt. Wie konnte der mich denn zur Hölle... Ach, ey. Alter, frag ich die... Ich hinterfrag die Logik von Elden Ring einfach nicht. Das Spiel will mich einfach doch nur trollen. Mal wieder. Mich mal am Arsch lecken. Ehrlich. So. Laufen wir mal ganz kurz runter. Oh, 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 oh. Bin ich schnell, bin ich schnell? Nein! Ich dachte, ich würde es noch rechtzeitig schaffen. Ich glaube, da werden wir auch nochmal eine gute Zeit hier verweilen, habe ich so irgendwie echt das Gefühl. Durch die Giftleiche kommen wir ja easy durch. So, laufen wir jetzt einfach mal komplett durch. Bis zum zweiten Ebene schaffen wir es ja ohne Probleme eigentlich. Was sind das? Die kenne ich doch. Das sind doch, glaube ich, hier diese Verbanden, oder? Nein, du sollst nicht zu ihm hinlaufen. Eier. Aha. Idiot. So. Okay. Habe ich denn jetzt eigentlich so eine Weitsicht? Ohne Scherz. War ja krass, wie weit ich da jetzt runter gucken konnte. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Der kommt wahrscheinlich jetzt schon direkt runter. Oder?
Jawohl. Vielleicht sogar eher. Ja. Boah, diese geisterhaften Verbanden, die gehen mir so hardcore auf den Keks. Aber wir machen mal gleich kurz einen Prozess. Es ist mir auch jetzt, um ehrlich zu sein, auch egal, ob wir Runen bekommen oder nicht. Ich bin auch ganz ehrlich zu euch. Sie werden noch öfters sterben. Als ohnehin schon. So, deswegen. So. Danke. Gibt's ein Siegel der Drachenkommunion? Und Drachenwundenfett. Ah, war das ein ehemaliger Drachenkrieger oder? So. Heißt, jetzt können wir hier wieder zurück. Okay. Können wir nochmal einen Gang runterschalten. Ja, jetzt sind wir gerade so ein bisschen in so einer Patz-Situation. Ja, ich kann mir aber währenddessen mal hier den Siegel angucken. Können wir uns mal gleich überlegen, wie wir weitermachen. Der wiegt gar nichts? Steckt Drachenkommunionsanrufung? Ein farbloses Drachenblutsiegel mit einem Wappen der Drachenkommunion verbessert Anrufung. Das zeremonielle Verschlingen des Herzens schenkt Kraft. Bei der Ausübung der Kommunion gilt der Begriff Anrufung als barbarisch. Dieses Siegel skaliert arkane Anrufungen. Hey, das ist sehr interessant. Dass dieses Ding aber auch nichts wiegt, ist halt Wahnsinn, ne? Übel. So. Jetzt kommt der. Ja, mal gucken, wohin uns der Weg jetzt hier weiterführt. Da unten. Oh, weh, der macht jetzt hier einen Abstecher, ne? Er kommt da auch schon wieder. Ja. Läuft aber bis nach ganz weit runter. Okay. Scheiße. Scheiße. Oh, ich hätte ein bisschen schneller laufen müssen. Aber mir war der Gegenstand wichtiger, sage ich euch ehrlich. Shit. Ah, bisher sind wir ganz ordentlich durchgekommen. Aber egal. Tja, sind wir ganz ordentlich durchgekommen, wie schon gesagt. So, dann konzentriere ich mich jetzt mal ein bisschen. Weil das will ich jetzt auch irgendwann mal schaffen, den Dungeon. Wie viel Zeit wir jetzt gut machen können. Er kommt auch in dem Moment jetzt schon runter.
Ach, der wäre erst hier oben gewesen. Ich glaube, das könnte man tatsächlich in einem Rutsch schaffen. Könnte man sogar in einem Rutsch schaffen. Ja, okay. So. Einlaufen. Jetzt sind nicht in diese Falle hineintappen. So. Sehr schön. Erstmal gucken. Kommt hier jetzt runter. So. Dann sollten wir uns bis zum Ende hin schaffen. Ja. Okay. Der Weg ist eigentlich ganz machbar. Im Nachhinein. Geht hier noch weiter? Das heißt, hier haben wir schon das Boss-Level erreicht. Okay, das geht ja vollkommen klar. Eigentlich, wenn man sich so ein bisschen drauf eingelassen hat. Warum hört man denn die Geräusche? Das, ja? Ja? Oh Gott. Gegen ein Baumgeschwür? Ernsthaft? Ach du Heiliger. Strohsack. So. Ja, aber irgendwie scheint mir da echt gerade dem gut was entgegenzusetzen. Ah, er ist ja in seine zweite Phase übergegangen, okay. Von mir aus. Alter, es ist ja eher so ein Kampf der Kamerafahrt als gegen das Vieh, ey. Oh. Okay, cool. Asche des verbannten Ritters Oleg? Ah, geil. Das war's schon? Okay. Das war der Bosskampf. Interessant. Na ja, gut. Boah, stellt euch mal vor, jetzt hätte man das early, also im Game gemacht. Also richtig early. Hey, ist krass gewesen, wenn man schon mit einer legendären Asche an den Start gegangen wäre. Wie cool. Ja, damit habe er das Grab abgeschlossen, oder? Nee, haben wir gar nicht. Es fehlt noch was. Aha, es fehlt noch was. Okay. Also so laut meiner Bossliste soll da angeblich hier in dem Grab zwei Grafted Science sein, gegen die man auch noch kämpfen muss. Ja gut, aber das wäre dann tatsächlich ein Fall fürs nächste Mal, wenn ich da so in die Aufnahmelänge schaue. Ja, zum Abschluss gucken wir einfach nochmal rein, was wir da bekommen haben. Wir haben den verbannten Ritter Oleg. Er war einer der zwei Ritter, bekannt als die Schwinge des Sturms. Nach seiner Verbannung wurde der gnadenbeschenkte Fürst auf ihn aufmerksam. Nachdem Oleg im Auftrag des Fürsten hunderte von Verrätern ausgelöscht hatte, wurde er offiziell am Erdbaum als Held wieder aufgenommen. Er sieht aber auch echt cool aus, ne?
Ah, das ist der Zwillingsbruder von Engval. Oh, eins ist schon mal sicher. Eigentlich müssen wir mal die Asche nochmal ausprobieren, ne? Eigentlich müssen wir die Asche nochmal ausprobieren. Boah, mit der Doppelklinge könnte ja schon ziemlich stark sein. Aber wie gesagt, das ist ein Fall fürs nächste Mal. Wenn euch die heutige Ausgabe gefallen haben sollte, dann lasst gerne eine Bewertung für dieses Video da, sei es ein Daumen nach oben oder einen netten Kommentar eurerseits, würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Ausgabe von Let's Play Elden Ring auf dem Kanal Demon Gamer XP wieder. Habt einen schönen Tag, bis dahin und haut rein.